einem vorhergehenden Basteltipp habe ich Ihnen gezeigt, wie man zwei Gebäude aneinander stellt und die Dachflächen miteinander verbinden kann. Die Oberlichter habe ich hier in diesem Bereich schließen müssen. Das sieht ein bisschen unschön aus, gefällt mir noch nicht so, aber mir ist eine Idee gekommen. Ich möchte hier noch einen Fahrstuhlschacht draufbauen aus Baukastensystemteilen und dafür benötige ich folgende Teile. Zweimal die Blechdächer, wie sie beim Pförtnerhäuschen verbaut werden. Zweimal die kleinen Wandteile 2390A. Zweimal die kleinen Wandteile 2390B. Vier lange Ecksäulen, von denen ich schon die Sockel abgetrennt habe. Vier kleine Giebel und vier weiße Sprossenfenster der Baugröße A. Jetzt werde ich den kleinen Fahrstuhlschacht zusammenbauen. Die zwei geschlossenen Wände und die zwei Wände mit den Fenstern werden sich jeweils gegenüberstehen. Ich werde dann als nächstes die kleinen Giebel aufsetzen, damit ich die langen Ecksäulen, die noch nach unten etwas rausstehen, gut positionieren kann. Beim Verkleben der Fensterfolie gibt es einen ganz einfachen Trick, damit kein Kleber in die Fensterfläche läuft. Einen kleinen Punkt außen setzen und die Kanüle ein Stückchen nach oben ziehen. So hat man nur ganz wenig Klebstoff auf den Ecken und das kann nichts rausquillen. Dann die Folie nehmen, in der Mitte aufsetzen, wo kein Kleber ist, runterschnipsen lassen und auch nicht mehr bewegen. Jetzt setze ich die vorbereiteten Wandteile noch zusammen. Im nächsten Arbeitsgang werde ich die Ecksäulen passend einkürzen. Ich habe deswegen lange Ecksäulen genommen, damit ich hier im unteren Bereich keine Sockel mehr habe, denn als Aufstockelement möchte ich das nicht haben, das würde nachher unten herum zu wuchtig, zu dick aussehen. Abtrennen werde ich die Ecksäulen mit Hilfe so einer kleinen Maschine, mit einer Trennscheibe, mit einem Cuttermesser wird das ein bisschen zu gefährlich werden. Dann machen wir es gleich noch ein bisschen sauber. Jetzt übertrage ich mir die Maße dieses kleinen Turms, suche mir erstmal genau die Mitte. Die sehe ich recht gut an diesen ganz dünnen Linien, das zeichne ich mir jetzt an. So. So, dann zeichne ich mir vorne die Mitte an und die Mitte der Dachkehlen. Dann messe ich mir noch den tiefsten Punkt der Kehle aus, so 8 mm. Und um 8 mm wird dann das Gebäudeteil eingekürzt im hinteren Bereich. Einmal hier.
Als nächstes übertrage ich mir die Ausschnitte für die Seitenwände. Da haben wir hier den Punkt von der Kehle, den tiefsten, und den muss ich jetzt hochziehen bis zu diesen 8 mm. Und auf der Vorderseite trage ich mir jetzt auch wieder 8 mm an. Die Mitte habe ich. Und auch da müssen dann noch Ausschnitte angefertigt werden. Auf beiden Seiten. So, jetzt habe ich mir hier kleine Skizzen gemacht. Das sind einfach nur die vier Wandteile, die ich hier so ein bisschen als Abwicklung aufgezeichnet habe. Abwicklung bedeutet, dass Sie die vier Wände so hinlegen, als wenn Sie das Gebäude aufklappen. So, das muss auch nicht maßstäblich sein. Wichtig, was will ich damit machen? Ich will Ihnen jetzt zeigen, was wie abgeschnitten werden muss. Sie fangen an der hinteren Wand an. Da müssen wir 8 mm abschneiden. Das ist genau dieses Maß. Dann kommt die erste Seitenwand. Die muss von den 8 mm bis zu unserem Kehlpunkt abgeschnitten werden. Das Stück bleibt dann gerade. Das ist die Vorderseite. Da haben wir den Fürstpunkt unserer Dachfläche uns hochgezogen. Das sind dann auch wieder 8 mm, genauso wie hinten. Das muss ausgeschnitten werden. Und zu guter Letzt kommt dann noch die zweite Seitenwand, die dann natürlich vom Kehlpunkt, den wir hatten, auf die 8 mm abgeschnitten wird. Das wäre dann die Abwicklung so, wie ich es jetzt mit Hilfe einer kleinen Trennscheibe abschneide. Im Anschluss verputze ich die Teile gleich ein bisschen. Ich entferne hier die Grate, damit es auch ein bisschen sauberer aussieht. So, auch unten kontrollieren. Manchmal bleibt da auch noch ein bisschen was hängen. Wenn kleinere Stellen sind, Ausbrüche oder ähnliches, macht das nichts. Wir decken das nachher also noch mit Anschlussblechen ab, sodass es also wirklich aussieht wie eine Konstruktion, die vom Dach her abgedichtet wurde. Mit der Feile schleife ich jetzt noch die geschnittenen Ränder gerade. Alle Seiten sind jetzt fertig geschnitten. Spannender Moment, erste Stellprobe. Jawohl, sieht gut aus. Kleinere Spalten, die man jetzt hier noch sieht, werden nachher mit den Blechstreifen abgedeckt, die wir hier noch aufsetzen werden. Und dann sieht das nachher wirklich aus wie ein Gebäude, das aus der Dachfläche herausragt. Und hier im Anschlussbereich der beiden Dachflächen haben wir es ja auch schon gemacht. Das wird eine ganz saubere Sache werden.